Moin Spike, Freunde, willkommen zu einer weiteren Snapshot-Vorstellung auf meinem Kanal. Ja, Snapshot mal wieder auf meinem Kanal. Snapshot-Vorstellung. Kein Kommentar, warum. Mache ich eher unregelmäßig, eher wenn ich Bock drauf habe. Nicht unbedingt, wenn wirklich die Updates interessant waren, ne? Wenn ich Bock drauf habe. Und diesmal habe ich auf Bock, denn der erste Snapshot für die Version 1.16 ist rausgekommen. Genau gesagt, der Snapshot 20W06A. Genau. Das wollte ich nicht. Egal. So. Genau. Ich habe mit Absicht hier gerade mal was nichts ausgewählt, damit man wirklich nichts sieht. Und ja, ein paar Weltgenerierungsfehler gibt es mal wieder. Kennt man von den Snapshots her. Nö. Nö. Nö? Ja gut. Und neuen Skin habe ich auch. Da. Yay. Gut. Ja. Genau. Kommen wir mal kurz zum, kommen wir mal kurz zu den Neuerungen. Also erstmal die Features. Es gibt neue Netherblocks. Knockback Resistance ist nun skalierbar. Crimson Forest Biome im Nether. Added neue Kreaturen namens Hoglins. Tun noch nichts. Also die tun nicht viel. Aber sie haben süße Flappy Ohren. Patrouillen spawnen wenn ein Spiel in der Nähe eines Dorfes ist. Nether White wurde hinzugefügt, Thousand Valley Biome wurde hinzugefügt im Nether. Wolltest du not have gaps anymore when stacked vertically? Achso, ja, also die haben halt nie, die haben jetzt so, also das heißt, man kann jetzt wirklich komplett gerade Wände bauen und nicht mal, dass die unteren dann halt so noch diese, ja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Edit War und der Warp Forest Biome in Nether. Blocks. Many new blocks types have been added. Genau. Wir fangen mal an mit two new wood-like materials. Crimson Stamps and Warp Stamps. Also, geben wir hier mal Stem ein. Ne? Genau. Da haben wir hier diese neuen Hölzer. Genau. Wir haben hier die Hölzer und die dazugehörigen Stripped-Varianten. So. Ne, kann man auch, wenn ich jetzt hier ein wenn ich mir jetzt hier ein, eine Work. Vergessen, Deutsch. wenn ich mir jetzt den Werkbank hole, ne, kann man auch zu den jeweiligen Planks umcraften. So ist das, ne? Dann gibt es neue Basalt Blocks. You can find them as pillars, but they can be placed in any direction. Also Basalt. Genau. Basalt, der nächste Block. Man kann den so setzen, man kann aber auch so setzen. Ne? Interessanter Sound. Sehr gut. New Quartz of Crimson Nillium und Warped Nillium. Die schauen wir uns dann gleich noch an. Zwei Types of Fungi, Crimson and Warped. Warped Quartz Blocks, okay. Also wir schauen uns das im Netz so generell noch mal an. Es gibt neue Lianen. Es gibt eine neue Pilzart, die Schwumlights, also Pilzlichter, Soil. Ah genau, da hat es dann eine blaue Flamme. So Soil can be used to craft soul torches and those can be crafted into solar turns. Ja, using bone meal and netherwork can now spread nillium. Genau. Ich würde sagen, wir bauen uns mal direkt ein wunderhübsches Nether-Portal und schauen uns mal Nether an. Flint. Genau. Ja, genau. Gut, ne? Ja. So. Natürlich sind wir direkt auch in einem passenden Biomblatt, das ist doch schon mal sehr gut. Also, da haben wir hier auch das Licht, Sachen, die ich angesprochen habe, was haben wir da? Ein Warped Fungi. Das ist,
Welches Biom ist das hier jetzt? Das ist der Biome Warped Forest. Guck, da gucken wir im Warped Forest hier. Aber genau before the Nether. Warped Nilium carpets the cave floor with all kinds of strange new vegetation. Genau, das wäre das hier. Genau, hat das Gravitation? Nö. Genau. So. Huge warp fungi makes up the trees of the forest with swarm lights lighting up the forest. Genau, dann haben wir hier warped block. Praktisch die Blätter. Interessantes Geräusch. Oh, Enderman, hi. Und diese neuen Schwummlights. Genau. Gibt's auch noch. Die hat sicherhin a dark blue frog covers the forest. Das nehmen wir hier schon. Warp spores through for the air haben wir auch. The warp for forests are strange, but as last hostile place of Nether. Ah ja. Ja, hier sind jede Menge Endermen. In der Tat. So. The old Nether Biome is now called Nether Wastes, made subject and... Genau, und es gibt einen neuen Command, der heißt Locate Biome. Das ist sehr gut, damit wir jetzt das neue Biom finden können. Ne? Genau, wir gehen einfach... Genau, wir gehen... Das war's eigentlich schon zu den Warped Forests. Hier spawnen halt jede Menge Endermans, wie man sieht. Gehen wir mal zum Crimson Forest, slash locate biome. Crimson Forest. Perfekt. Da haben wir den Crimson Forest mit So Soil. Genau, was haben wir hier denn Schönes? Ah, Crimson Fungi. Ah ja, kennen wir auch schon. Haben wir auch schon geliebt, ne? Also jetzt, Crimson Nilium Carpets, the cave floor with all kinds of strange and new vegetation, ne? Warped Nilium. Hallo Gast. Also, dass so viele Endermen spawnen, ist doch jetzt auch nicht normal, oder? Ah, da haben wir gleich ein anderes Biom noch. Das ist doch nicht normal, ey, dass hier so viele Endermen spawnen. Beziehungsweise die... Dann werden die anderen Biomen wohl auch nicht normal gewesen sein. Ich glaube, das ist so eine Art Bug. Den werden wir dann sehen. Ja, hat Crimson Fungi make up the trees of this forest with swarmlight lighting? Ja, genau. Weeping vines grow from cave saddings and fungi. Wir haben jetzt hier leider... Wo haben wir hier irgendwo Liane? Ich sehe hier gerade keine. Wortblock. Ich sehe hier halt gerade leider keine Lianen. Dann machen wir es mal so. Wein. Weeping. Waren das die? Weeping Vines, genau. Ne? Die man irgendwo setzen kann. Ja doch, hier kann man die setzen. Unten. Also, beziehungsweise das sind keine richtigen Lianen, das, genau, ich weiß halt nicht von... Weiß halt nicht, wie tief man die mit denen gehen kann. Würde mich mal kurz interessieren. Sehr tief. Okay. Perfekt. So, ne? Weeping Wild, genau. Hoglins von The Forest, ne? Das mit diesen, mit den Hoglins klappt nicht so gut. Gibt ja auch Schluchten, wie es aussieht. Und jede Menge Enderman. Ne, gucken wir doch mal. Hoglins, ne? Ja. Man sieht, die haben die Ähnlichkeit wie Pikmin. Genau, das sind die da. Die machen, wie gesagt, nicht viel. Sei doch, ne? Genau, Hoglins, so smart, but they have cute Flappy.
Also ob die cute sind, das, also süß, das immer mag ich bezweifeln, ne? Ja, ja, schauen wir uns mal kurz einen Dreizack und killen den Dippen. Was droppt der? What a Flash. Okay. Genau, wie bin Crimson Sphere, genau, gut, Netherite gibt es dann noch, a new high level material from Nether, used to upgrade your diamond gear. Nether, Netherite, Nether. Da müssen wir doch mal kurz gucken, ne? Block of Netherite. Holy als ob die neue Rüstung hinzugefügt haben, das wird ja schon. Es wurde schon ewig Zeit. Netherite Ingot, Netherite Block, Netherite Scarab. Holy fucking what the hä? Also. Ja, moin, ne? Wollte ich doch mal gleich Werk. Haben wir die Rezepte? Wie gehen die denn? Na ja, gut, gehen wir jetzt nicht, ne? Ja, Soulfire Torch stehen wir hier mit Soulsoil, ne? Und genau. Wenn ich halt wüsste, wo man die herbekommt, ne? Genau, da mal das da, das gibt so. Netherite Ingot mit Netherite Scarab und ja. Ja, und so halt zum Upgrade mit immer einem Ingot und dem jeweiligen Tu. Gegenstück. Ja, also hier, das ist er, das ist das, das ist geil. Das ist geil. Genau, how to make Netherite mine, accent debris in the lower depths of Nether at own risk. No insurance covered for that. Debris. Accent debris. Ah ja. Scheint es auch so eine Art Gras zu geben. Warped Woods. Ah ja. Gut, ne? Dann wollen wir mal kurz. Ich war mal kurz auf friedlich, damit wir uns hier nicht gestört fühlen. Gib uns eine. Wir nehmen uns eine Pickaxe. Beziehungsweise wir nehmen einfach natürlich gleich die beste. Hehe. Beziehungsweise wir gucken. Spitzhacke. Wir gucken, ab welchem Zeug wir das abbauen können. Ne? Slash Game Mode. Survival. Perfekt. Also, Hammer. Geht schon mal nicht. Geht eh. Dauert Ewigkeiten so. Dauert Ewigkeiten so. Dauert Ewigkeiten. So geht's. Also mit dir. Geht es? Genau. Und natürlich mit so einer sollte es auch recht schnell gehen. Ja. Schauen wir uns die Haltbarkeit an. Die hat 2031, also schon mal gut knapp 500 mehr als die Diapicke. Interessant. Genau, Effekte. Netherite items float in lava, so you don't lose all your gear after that unplanned lava bath. Also die verbrennlichen Lava. Items have higher enchantment value than diamond, but not as high as gold. Ja, also können leichter verzaubert werden, aber nicht so leicht wie Gold. Denn die Tools sind schneller und halten länger als Diamond. Das war eigentlich klar. Die Weapons machen natürlich mehr Damage. Armor have higher toughness and durability than diamond. Netherite armor gives you knockback resistance, so you barely get knocked off back when you hit by arrows. It looks cool.
Nice. Gut, dann hätten wir das Biom auch abgehakt. Kommen wir noch zu Sosand Valley. Da hatte ich da vorne ja, glaube ich, eins. Wenn ich mich nicht ganz irre, jetzt weiß ich nicht mehr, wo, von wo ich kam. Das hier ist ein Sosand Valley Biom. Ne, Bomblocks, also da gibt es hier und hier Basalt. Und genau dieses schöne Blue Fire. Ne? Also wenn ich mir jetzt ein Feuerzeug schnappe, ganz einfach. So. Ne? Gegen dazu beim normalen Netherrack, ne? Da haben wir hier ja. Das ist nicht Enderman Holt Apple, ne? Genau. So, ne? Also genau, so ein Open Space made most of Soul Sands and Soul Soil. Basalt Pillars, genau, haben wir schon gesehen. Full Sands Remains and Under Creators from the Past Level the Valley, ja. Ash falls for the air, a light blue glow envelops the valley, beware of skeletons here. Also hier sollen wohl Skelette spawnen. Also ich nehme an, die mal. Ist halt jetzt die Frage, nehmen die an die damit Wither-Skelette oder was meinen die damit? Und da, was ist das für ein Biom? Crimson Forest, Crimson Forest, ja. Ihr habt's gerade nicht gecheckt, ne? Also hier sollen wohl Skelette spawnen, klappt wohl nicht so ganz. Also, wie gesagt, ist auch ein Snapshot. Da gibt's neue Sounds. Gas Sounds are now heard at the shorter range. Okay. Update Block Sounds for Bone Block, Netherrack, South End, Nether Ward. Netherbricks and Quartz Ore. Genau. Ja. Technical Changes. Genau. Commands. Locate Buy-in. Das hatten wir ja. Particles. New Particle Types. Genau. Wandering. Late Entity Shadow on the Ground. Und so ein paar. Und halt Bugfix. Bugfix, ne? Wir wollen uns noch kurz. Die Nether Wastes anschauen. Also das wird ja wohl. Nicht unbedingt Nether Wastes, ne? Wird ja nichts Besonderes sein. Ja gut. Ne, da haben wir auch die Pigmen, die klassischen Pigmen, ne? Die sogenannten Piglins, die kommen sollen, die. Ah, hier ist auch so ein Teil gespawnt. Die gibt es wohl noch nicht. Da sollten ja, sollen zum einen ja, also da ist noch so ein bisschen, steht in den Stern, ob das neue Mobs sein werden oder ob das im Prinzip nur. Ah, Basebauer, hey. Ob das im Prinzip eine geupdatete Pikmin-Version sein wird. Das steht ja noch so ein bisschen in den Sternen. Gut, dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne eine positive Bewertung da, ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und aktiviert die Glocke und feiert mal neuen Skin. Yay. Kann ich übrigens auch. Geht das hier? Ja. Ausziehen. Da ist mein alter Skin wieder drunter. Bisschen ohne, halt ohne die Timo-TV-Schrift. Der habe ich entfernt halt, ne? Ja. Wobei, eine Kombination, die ich persönlich auch noch cool finde, sagen wir mal, einfach nur mit dem YouTube-Symbol rumrennen. Das ist auch nicht schlecht und von hinten mit diesem Creeper-Symbol, ne? Finde ich auch nicht schlecht und für die, falls ihr euch fragt, wo ist das Overlay her mit den Jacken und alles, das kommt vom Skin von meinem Zeit-Account. Habe ich mir die Skins nur kombiniert. Und also die Jacke vom, also den Skin, also praktisch den Skin von meinem Zeit-Account von TimoTV City Build. Würde ich by the way auch mal umbenennen. Wäre vielleicht keine schlechte Idee. Müsste ich vielleicht auch mal, habe ich halt die, habe ich halt als Overlay genommen, nur im Kopf halt nicht, weil ich die, weil ich natürlich meinen Kopf behalten will. So, ne? So, da hätten wir das dann nämlich. Ne. So, und damit bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss und ciao.